Auch heute habe ich die Ehre, euch mal wieder ein neues Schiff präsentieren zu dürfen. Und dabei handelt es sich um ein russisches, und zwar einen Kreuzer mit dem schönen Namen Molotow. Ja, ist in dem Fall ein Tier 6 Kreuzer. Und jetzt schauen wir uns den etwas genauer an. In Dienst gestellt 1941, mit großer Ähnlichkeit zu den Kreuzern der Kirov-Klasse, basierte dieses Schiff auf einem verbesserten Entwurf, Projekt 26 bis. Im Gegensatz zum Prototypen erhielt der Kreuzer eine deutlich verbesserte Panzerung, bietet aber die extrem starke Artillerie und hohe Geschwindigkeit. Das klingt doch genau nach dem, was wir gerne hätten. Und jetzt schauen wir uns mal die Module an. 180 mm Geschütze, 4,8 Schuss in der Minute, 22,5 Sekunden für die Kehre um 180 Grad, 28.400 Hitpoints und die Torpedos, 14.400 Höchstschaden, knapp eine Torpedoladung könnt ihr pro Minute abschmeißen, 65 Knoten mit 4 Kilometer Reichweite. 15,5 Kilometer kommt das Hauptgeschütz und wir haben 36 Knoten Endgeschwindigkeit. Das Äußere, das ist die Standard-Premium-Tarnung, würde ich mal sagen. Dann die Typ 1 sieht wie folgt aus. Typ 2, Typ 5 oder die teurere, die Typ 6, dann wie diese. Wir bleiben natürlich bei der Standard. Wir haben schon gesehen, 28.400 Hitpoints, Panzerung 13 bis 70 mm. Die Artillerie, 3x 380 mm Geschütze, Brandwahrscheinlichkeit 13%, Sekundärbewaffnung und natürlich 15,5 km Reichweite. Ja, wir haben 2x3, also auf jede Seite kann man 3 Torpedos loslassen, also eher Unterstützungstorpedos. Flugabwehr ist nicht so stark, wie es aussieht. 14, 4, 46, 12 und 17 Schaden, also da muss man schon dementsprechend bisschen unterhalb der Flugzeuge sein und verweilen, um dass man da das ein oder andere runterholt. Höchstgeschwindigkeit 36 Knoten, Wendekreis 860 Meter, bei einer Ruderstellzeit von 7,8. Und die Verborgenheit, Oberflächensichtbarkeitsreichweite 12,7 und aus der Luft 7,5. Ja, das ist mal das Wichtigste, die Hard Facts, und nun gehen wir zum Spielen über. Und da sind wir jetzt also auch schon auf der Karte Meerenge und wir sehen Matchmaking 6er, 5er, 4er Gefecht, also von dem her Top Tier, das sollte doch zumindest als Basis gut funktionieren. Und ich bin auf der Seite, die mir auch besser gefällt, nämlich oben. Unten ist immer gefühlt so ein bisschen weniger los von beiden Seiten und die Spieler neigen dazu, schnell da unten wegzufahren. So, ich schreibe mal, dass einer doch bitte mal B holen soll, weil B ist immer so der Punkt, der sehr stark vernachlässigt wird. Und dann holt man den nicht und dann hat man da immer so einen Ticket-Nachteil. Ich selber, wenn ich Destroyer spiele oder Zerstörer, dann hole ich mir den Punkt zum Beispiel sehr gerne. Ich bin auch schon offen, da dürfte der gegnerische Zerstörer nicht weit weg sein oder eine Kirov. Gleich der erste Brandschaden. So macht's mir Spaß. Kirov bleibt jetzt stehen. Na gut, kann ich mit leben. Ah, jetzt dreht sie bei. Was ich das Schöne an dem Schiff finde, ihr seht, fast Max Range, 15,4 Kilometer und wie schnell die Granaten trotzdem auch noch auf diese Distanz fliegen. Das finde ich wirklich sehr beachtenswert und auch erwähnenswert. So, nochmal angezündet. Sehr fein. Mit dem Winkel schieße ich erstmal HE. So.
so, ab in den Kartenrand. Und drehen, drehen, drehen. Aber ihr seht, wir holen schon wieder die Punkte nicht so wirklich. B wird von dem gegnerischen Zerstörer geholt. A ist ebenfalls ein gegnerischer Zerstörer drauf, der aber jetzt zerstört ist. Das ist sehr wichtig. So, die Königsberg hier hinterhalb. Also, du stellst dich da mal nicht hin, mein Freund. Dich schieße ich da schon raus. Kannst aber sicher ausgehen davon. Oh ja. Jetzt hätte ich gerne eine andere Munition. So. Hit Numero Uno. Komm schon, lad schneller. Knapp 12 Sekunden braucht die zum Nachladen. Komm schon, dreh weiter so. Und ich brauche jetzt Schuss. Hast du jetzt abgebremst? Nee, oder? Tatsächlich. Du bremst ab. Aber der sollte jetzt treffen und der macht ihn, glaube ich, weg. Yep. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Ich muss jetzt aufpassen, da ist jetzt gefühlt recht viel im Wasser. Jetzt hat die New Mexico uns ausgeguckt, hat da auch gleich einen 4000er uns gedrückt. Ein schöner Brandschaden wäre jetzt mein Wunsch, aber der wird mir nicht erfüllt. Weiterhin auf die New Mexico drauf. Und auch hier sieht man auch schön genau das Schiff. Und eben die Fluggeschwindigkeit schätze ich wirklich sehr. Also das finde ich sehr, sehr angenehm zu spielen. So, da kommt noch die Svetlana. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. So. In Anbetracht der nicht vorhandenen Ziele gehe ich jetzt da nochmal drauf, beziehungsweise werde mich mal auf die Kirov konzentrieren, die da da drüben ist. Die dreht jetzt auf uns rein. So, ich hoffe, dass er jetzt nochmal quer sich zu uns bewegt. In etwa so. Perfekt, vielen Dank. Und weg mit dir. Gegnerischer Kreuzer versenkt. So, jetzt auf die Warspite. Warspite ist auch ein nicht so ganz angenehmer Gegner. 7 Treffer, alle abgeprallt.
weil es einfach eine sehr gute Panzerung hat. Aber mit HE geht es dann ein wenig besser. Wenn du jetzt noch mir den Gefallen machen würdest, um brennst, wäre noch schöner. Und jetzt... Oh, Gott sei Dank. Muss ich aufpassen. Und jetzt auf die Cleveland. Das war ein schöner Treffer. Das Kartenranfahren erweist sich für sie hier nicht als clevere Taktik. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. So, und auch die wird jetzt gleich weg sein. Perfekt. Und jetzt sind es beim Gegner nicht mehr allzu viele Schiffe. Jetzt ist auch endlich mal der erste Punkt für uns. B wird auch gekappt. Also jetzt läuft so, wie es laufen sollte. Und jetzt mit unseren 36 Knoten Endgeschwindigkeit mal der der Warspite hinterher. Und wir sehen, dadurch, dass die so viel sich manövrieren muss und wir eine super Endgeschwindigkeit haben, kommen wir da jetzt schnell näher. Und können deswegen auch noch ein bisschen Schaden an den Mann bringen, beziehungsweise falls da eine Kapitänin sich hinter der Scheichbeule versteckt, dann natürlich auch an die Frau. Komm schon. Aber jetzt bekommt die schon satt Schaden. Zeigt jetzt natürlich auch perfekt die Breitseite. Und auch da macht unsere HE-Schellen ordentlichen Schaden. Jetzt wird aber die Cleveland... Wird da gleich den Torpedo zünden. Ah, da sind sie schon im Wasser und das wird's für die gewesen sein. Da ist er auch schon weg. Und jetzt nur noch da hinten. Was ist denn das? Die Kongo. Aber die ist so weit weg. Und da sind auch noch drei von unseren Schiffen. Vielleicht ein kleines Resümee an dieser Stelle, wo wir so ein bisschen Zeit haben. Ich muss sagen, das Schiff spielt sich sehr rund. Die Granaten finde ich super von der Flugkurve. Also bis dato war ich großer Fan von der Murmansk. So als Premium-Kreuz habe ich mir dann immer den ausgesucht. Ich muss sagen, vielleicht ändert sich das mit der Molotow. Also die ersten Runden fühlen sich gut an und man fühlt sich auch in einem 7er und sogar 8er Gefecht eigentlich nicht ganz unwohl. So, Teamwertung. Wir sind auf dem zweiten Platz gelandet und konnten... einen vernünftigen Schaden anbringen in knapp 60.000. Ja, ich glaube, das kann man lassen. In dem Fall hat man gesehen, was das Schiff kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst, ein Daumen ist gern gesehen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.